Was geht ab, liebe Leute? Hier ist wieder Crash40Freak89. Willkommen zu Part 6 von Let's Play Inazuma 11 Strikers Blind. Nachdem wir im letzten Part auch nur mit einem souveränen 4-0 auch die Alias Academy geschlagen haben, dank unserer beiden neuen Spieler Torch und Gazelle, konnten wir auch, stehen wir nun vor den letzten Pokalspiel, also vor der letzten Runde des derzeitigen Pokalspiels. Und ich habe natürlich wieder die Freiheit genommen, etwas offscreen zu trainieren und habe auch wieder einen neuen Spieler mit am Start. Von unseren letzten Gegner der Alias Academy, Xeen. Ich habe zuerst noch einen Tipp erhalten, dass er mit Frost eine Kombischuss-Technik kann. Aber ich habe selbst seine Freundschaftsstufe schon versucht auf 100% zu setzen mit Frost, aber es ist nicht gelungen, eine Kombischuss-Technik mit ihm einsetzen zu können. Dennoch. Das ist das Trikot. Und da ist die Freundschaft. Verdammt, ich wollte die Spezialtechniken. Alter, ich stelle mich schon wieder an. Okay, hier. Dennoch bin ich voller Zuversicht, seine Meteorklinge ist wirklich eine ziemlich starke Attacke. Bin voller Zuversicht, dass er ein guter Spieler sein wird für die letzte Runde im Pokalspiel. Und ich muss leider sagen, ich habe ihn leider gegen Kevin ersetzt. Ja, weil ich denke, mit ihm geht es auch ganz gut. Also er ist derweil besser, aber keine Sorge, er kommt demnächst noch wieder. Sobald ich dieses Pokalspiel abgeschlossen habe, weil, soweit ich nämlich gelesen habe, wird danach die Inazuma Japan zum Anwerben sein. Also ich könnte dann gegen die Inazuma Japan antreten. Das werden wir in diesem Part noch versuchen, wenn ich es schaffe, dieses Pokalspiel noch zu gewinnen. In der Zwischenzeit ist mein Team wieder voll voll motiviert wegen dem Essen hier. Oh, Alter, da bekommen sie ja jede Menge. Und ich habe wieder diesmal als neue Managerin Celia eingebracht. Heute wird sie das Team managen. Und nun wird es Zeit, dass wir die letzte Runde des derzeitigen Pokalspiels starten. Und los! Hast du deine Vorbereitungen abgeschlossen? Klar habe ich das, Celia. Das ganze Team hat den Alias-Stein verwendet, um stärker zu werden. Sie dürfen nicht gewinnen. Ja, das werden sie garantiert nicht. Nun wird es Zeit. In das Finale gegen die Dark Emperors. Also, auf los geht's los. Allerdings. Gut. Zuerst sehen wir uns mal an, wie unsere Mannschaft. Ja. Erst sehen wir mal, wie wir jetzt unsere Mannschaft aufstellen wollen. Also ich denke, so würde das jetzt wahrscheinlich nicht viel bringen. Obwohl, naja. Ich schätze mal, das müsste so in Ordnung gehen. Sehen wir uns mal an, was wir jetzt alles haben. Also ich würde Torch und Xeen und Gazelle gerne hineinholen. Aber da Xeen dabei keine Kombischusstechnik mit einem anderen kann, dennoch aber einen ziemlich starken Schuss drauf hat, lasse ich ihn derweil mal während der ersten Hälfte draußen. Und stattdessen werde ich jetzt gegen, gegen Heartland, Gazelle und, Schwierig. Ja, ich würde sagen, Tori hat sowieso ihren Turm. Tori geht mal in die Verteidigung über. Und, in dieses Mittelfeld wird Torch hineingesetzt. Alles klar. Also ich denke, damit müsste es in Ordnung gehen. In der nächsten Runde werden wir dann Frost und, Xeen. Also in der zweiten Hälfte werden wir Frost und Xeen hineinsetzen. Alles klar. Dann wollen wir mal. Es geht los. Runde 2 Finale. Evil Crusher vs. Dark Emperors.
Mit dem neuen Raymond Stadion Ascheplatz? Ja. Okay, dann wollen wir mal und los! Jetzt geht's los. Gut. Willkommen zu einem weiteren spannenden Fußballspiel. Welche Mannschaft wird sich heute den Sieg erkämpfen? Und wie immer ist Chester Horse Jr. Ihr Kommentator vor Ort. Nein, das... Nein, ich sehe... Sehe ich das richtig? Waren das... Ja, ich wusste es! Ich wusste es! Die finalen Bossgegner aus Inazuma Eleven 2. Ein kampfbetontes Spiel. Die gesamte Mannschaft der Raymond Junior High in der Büs... In, verstärkter Form. Wow. Okay. Und hier ist, wie hieß der noch gleich, der mit der Punk-Frisur? Ach, ich hab seinen Namen vergessen, aber er ist von der Brainwashing Junior High. Mal sehen. Oha. Mal sehen. Leider. Aber, okay. Jawohl, Tori. Jetzt wird's wieder Zeit für den Turm. Baum. Und weiter. Eine tolle Abwehraktion. Okay. Jetzt muss ich mal überlegen. Also, mit ihm geht es jedenfalls nicht. Oh. Ah, verdammt. Jetzt hat Jimmy ihn gerade noch abgewehren können. Mann. Also, da geht's ganz schön ab hier. Aber ich hab's mir doch wirklich gedacht. Ups! Wer ist das nochmal? Ah, das ist doch... Wow! Oh, Alter. Ich glaube, der kam mir irgendwo bekannt vor. Oh, 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 oh! Schneller! Schnappt ihn euch, bevor seine Kombi-Technik kommt! Ach, du Scheibenkleister! Eine Dreier-Kombi-Technik! Boah, was ist das denn? Boah! Oh, Alter! Den muss ich halten! Komm schon! Boah! Ob das jetzt schief geht? Bitte nicht! Nein! Verdammt! Das erste Tor ist gefallen! Nein! Ich hätte es wissen müssen! Ah, das gibt's ja nicht! Jetzt reicht's! Ja, bloß nicht auf seine Verteidigungstechnik. Hey, gib den Ball her! Geh mir aus dem Weg, ihr Spaten! Okay. Ah, oh, verdammt. Das sollte eigentlich in der Summerschuss sein. Okay, check! Die Mauer! Okay, und jetzt muss ich ein Tor schießen. Nein, verdammt! Immer dann, wenn ich... Gut. Gazelle! Boah, weg, weg, weg von den ganzen Spaten hier. Weg, 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 weg. Ja. Nein, schneller. Torch! Mann, wo bleibst du denn, du? Lappen. Nein! Danke. Oh, nein! Jetzt kommt wieder die Bombenidee. Bumm. Autsch. Verdammt. Okay. Jetzt. Aber. Bobbys. Vulkanblocker! Boah, Alter. Oh, oh. Ah, okay. Nein, das lasse ich lieber sein. Versuche jetzt mal diese neue Tor-Technik. Das ist neues, eine neue Taktik, der Feuersturm. Mal sehen, ob der dieses Mal reingehen kann. Was ist das denn? Boah! Eine Torwart? Ja! Geil! Boah, aber das war echt knapp. Mann, ich habe echt seinen Namen vergessen. Wie ist nochmal dieser Torwart? Der lag mir auf der Zunge. Aber er ist von der Brainwashing Junior High. Naja, egal. Axels neuer Schuss. Der, Feuersturm? Ja, Feuersturm. Aus Inazuma Eleven 2. Konnte selbst diese doppelte Torwarttechnik abwehren. Überwinden. Mann, jetzt fällt ich schon wieder, aber ich bin hier so aufgeregt. Anstoß durch die Dark Emperors. Wow. Ich musste tatsächlich gegen die
Endbossgegner antreten. Oh nein! Wow! Das ist jetzt... Wow! Diese Technik habe ich mal mit Zeggy eingesetzt. Den muss ich aber halten können. Der muss gelingen. Okay. Bitte. Den hältst du! Bam, 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 bam. Ja! Gut. Habe ich. Und wie? Heiße Phase! Geht mir aus dem Weg, ihr Spaten. Okay. Okay, jetzt mal wo... Wo sind bitte schön... Ah! Wo sind denn Torch und Gazelle? Wenn man sie braucht. Ich sehe fast nichts. Boah, ist das... Autsch! Ein echt gewaltiger Kung-Fu-Tritt. Dafür ist ja der kleine Tim hier berühmt. Aber gegen die Mauer kann er nichts ausrichten. Wow, jetzt wäre ich beinahe in den Rhein gerannt. Okay, irgendwas muss ich jetzt tun. Aber Gazelle und Torch sind ja sonst wo. Da sehe ich ihn. Nein. Nein! Nimmt er mir wieder den Ball weg. Okay. Gut gemacht, Eric. Oh je, jetzt habe ich vergessen. Naja, vielleicht geht auch diese Technik rein. Komm schon, jetzt muss ich nach vorne kommen. Ohne dass mich so ein Spaten hält. Wo sind denn die anderen? Mark! Ja! Aus dieser Entfernung kommt wieder der Phönix! Also los! Flieg, Phönix! Und geh ins Tor! Ja, ja, ja. Okay, hoffentlich klappt es wieder. Komm schon. Ja! Das sieht doch gut aus. Aber eigentlich wollte ich den Technik Tri-Pegasus einsetzen. Habe ich aber leider vergessen einzustellen. Aber was soll's. Oh, nein, nein. Verdammt. Oh, gerade noch mal gehalten. Oh, die erste Halbzeit ist bald vorbei. Versuche ich noch ein Tor zu machen. Okay, Kombischuss F. Boah, durch diese Brüllerei ist echt mein Hals rau. Okay. Dann schauen wir mal, wie das wieder ausgeht. Das ist wieder diese Technik. Mal sehen. Ah, dieses Mal ging es gut. Oi, oi, oi. Wo? Sehe ich richtig? Okay. Der Turm. Aber habe ich nicht gesehen, ob Sharp geschwitzt hat? Hat er etwa kaum noch TP oder was? Das wäre schlecht. Oder vielleicht ist er nur erschöpft, weil ich in sehr viel gesprintet... Weil ihr wisst es ja, wenn man länger sprintet... zu lange sprintet, wenn man erschöpft! Boah. Okay. Das war erstmal die erste Halbzeit. Gut, bisher habe ich mal ein Tor Vorsprung. Jetzt muss ich den Vorsprung halten können. Aber alter, alter, alter. Ich wusste ja, dass die stark sind. Und ich habe mir wirklich schon gedacht, es ist tatsächlich die... der finale Bossmannschaft aus Inazuma Eleven 2. Weil alle anderen Spieler, die nicht in Rayman 2 dabei waren, inklusive Nathan und allen drum und dran, die sind hier jetzt in verstärkter Version mit dabei. Also die wurden dann von den Assistenten des eigentlichen Oberbösewichts aus Inazuma Eleven 2, den Chef von der Alias Academy. Dieser alte Kerl, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber er war der Vater von Lina. Wurden sie von den bösartigen Assistenten, wie soll ich sagen, einfach eine Gehirnwäsche unterzogen und sind dann durch die Kraft des Aliassteins in diese Monsterspieler verwandelt worden. Ah ja, das war Thomas Feld, genau. So hieß er, der Torwart. Und Knight ist, glaube ich, ein alter Freund von... Na, ich glaube Bobby von... Bobby. Ja, ich glaube von Bobby. Und Shadow, ich glaube von den Spielen habe ich auch schon mal gehört. Ja, weil ich habe mal auch einige Folgen der zweiten Staffel auf Japanisch gesehen, auf YouTube. Und da habe ich diesen Typen namens Shadow gesehen. Der was diesen Dunkeltornado einsetzt.
Boah, ich hoffe, dass ich wirklich jetzt den Vorsprung nochmal halten kann. Aber jetzt erstmals ein paar Einstellungen, wie zum Beispiel bei Eric muss ich ja noch den Tri-Pegasus einsetzen. Weil auch er kann mit Mark und mit Bobby eingesetzt werden. Oder mit Knight. Aber ich denke, mit Mark und Bobby wird das schon gut gehen. Okay, und jetzt wird es Zeit, dass ich mal ein bisschen Spieler auswechsle. Wie schon versprochen, müssen jetzt Frost und Xeen eingesetzt werden. Gazelle und Torch müssen aber drin bleiben. Jetzt wird es schwierig zu entscheiden, wen ich jetzt genau rausnehmen werde dafür. Weil Hexel und Char wäre auch ein Fehler. Die haben auch eine gemeinsame Kombitechnik drauf und Frost und Xeen könnten nur einzelne Schüsse einsetzen und die wären ja schwächer. Aber dennoch, es ist echt schwierig. Es ist echt hart. Puh. Mann. Okay, ich schätze mal, Mark kann ja keinen so einen guten Schuss. Deshalb, weil mit Axel der Superblitz ist zwar nicht schlecht, aber... Aber dann kann er Eric den Tri-Pegasus nicht mehr einsetzen. Oh, Alter. Aber wenn Axels Feuersturm immer reinkommen kann, würde ich sagen... Obwohl, Sharp braucht da noch zusätzlich jemanden. Okay, Sharp. Es wird zwar ein Fehler sein, aber Sharp wird gegen Xeen ausgetauscht. Ja, weil ich denke, Xeen müsste es wirklich drehen können. Aber Frost, ich weiß jetzt nicht, für wen ich Frost einsetzen werde. Obwohl. Kane kann ja auch nur eine Schusstechnik. Nein. Also. Dann würde ich sagen. Wird Kane mal ausgetauscht zur Abwechslung? Dann setze ich Mark mal so hin und so hin, schätze ich mal, weil dann ist er auch näher zum Tor. Okay. Frost. Axel. Xeen. Ja. Obwohl Sharp. Ah ja. Bei Axel müsste ich seine Kombi-Technik noch schnell einstellen. Mal sehen. Superblitz, Blitztrampolin, Kombischuss, Dragon, Tornado, Feuervogel. Das Einzige, was er einsetzen könnte, wäre das Blitztrampolin. Oder Superblitz, aber... Mensch. Es ist echt schade, dass er mit Frost auch nicht die Spezialtechnik kann. Aber das ändert sich vielleicht noch. Bei Inazuma Japan. Also bleibe ich bei Blitztrampolin. Damit ich auf jeden Fall abgesichert bin. Okay. Ich hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe hier. Weil jetzt wird es richtig hart. Die Dark Emperors kennen wirklich keine Gnade hier. Also los! Zeit für die zweite Halbzeit. Und jetzt heißt es, den Vorsprung zu halten. Weiter geht's. Und hier sind wir wieder, rechtzeitig zur zweiten Hälfte. Was für ein Spiel. Jeder Mann. Spieler kann die Niederlage bedeuten. Gut. Gazelle, schnapp ihn dir. Okay. Wow. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nun haltet ihn schon endlich. Boah, gerade noch rechtzeitig. Mensch. Alter. Die lassen sich echt gar nicht aufhalten. Wow. Okay, jetzt aber schnell nach vorne. Los. Ja. Yeah. Wow. Okay, Xeen sag ich. Gazelle. Mann. Ob ich jemals an den ganzen Spaten hier vorbeikomme? Gut, gleich ist die Nürnbergleister gefüllt. Victor, nein! Gib ihn her, du! Oh, gut gemacht, Xeen. Okay, jetzt hat ihn Torch. Und wo ist jetzt Gazelle? Nein! Ich kann ihn ja gar nicht sehen. Mensch. Okay. Jawohl, Bobby. Vulkanblocker. Und weiter. Okay, Torch. Wo ist Gazelle? Da ist er. Und jetzt muss ich weg von den ganzen Spaten kommen. Und den Schuss einsetzen können. Nein! Verdammt, ich schaffe es einfach nicht. Die anderen schaffen es. Schnell.
Jawolski! Die Mauer! Boah, Alter, ich bin so aufgeregt. Was für eine tolle Abwehraktion! Wow! Alter! Das wird echt hart! Okay, nein, das bringt nichts. Aber, Mensch, Gazelle hat schon wieder so wenig. Aber Torch! Torch! Nein, doch zu Torch! Gut. Ah, Xeen! Vielleicht versuchen wir mal seinen Schuss. Mit Inazuma? Nein! Gerade wenn ich loslasse! Jetzt kommt er wieder. Verdammt! Jetzt komm schon! Oh Mann, ey! Jetzt komm schon! Eric! Schnapp ihn dir! Nein! Okay, Tori. Boah, Alter, ständig hin und her. Und Blitzgewitter! Und jetzt wieder nach vorne! Mann! Mann! Jetzt! Nein! Gut gemacht, La Chance! Wow! Weg! Nein! Ach! Boah, Alter! Okay, ich muss jetzt runterkommen. Wow! Okay. Ja, das sind sie. Zu gut. Wow, das war gar nicht schlecht. Aber leider nichts genützt. Warum ist die Inazuma-Leiste wieder so gering? Mann. Also, nach! Lass mich mal passen, du! Nach! Oh. Oh, Mann. Mensch. Oh, oh. Gib ihn her, du! Wow. Ja, so viele Ringe auf einmal. Boah, Alter. Versuche ich jetzt mal seinen normalen Schuss. Okay, und los! Meteorklinge! Boah, ist der Schuss geil. Das muss jetzt reingehen. Komm schon. Bitte sag mir, dass er reingehen kann. Der Sieg ist gesichert. Der hat gut lachen jetzt gerade. Anstoß durch die Dark Empress. Mann. Also der Sieg ist mir garantiert gesichert. Aber es war wirklich nicht von schlechten Eltern. Mann. Oh nein, nein, nein. Ist das jetzt der Dragon Ball. Ach, den Schuss kann ich halten. Ich setze jetzt sicher aber schon die unendliche Hand ein. Ich meine, mit der magischen Hand müsste es auch ausreichen, aber sicher ist sicher. Also schnapp ihn dir, La Chance. Erwisch. Allerdings. So, und weiter. Vielleicht kann ich noch ein Tor schaffen. Okay. Ja, 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 ja. Torch. Und jetzt setze ich mal seinen Schuss ein. Boah, sieht das geil aus. Das ist der Sonnenwind. Boah. Okay. Ob es ein 4 zu 1 wird? Ja! Alter! Sie gehen in Führung. Nice. Anstoß durch die Dark Emperors. Ja, gleich ist das Spiel vorbei. Gut, zur Sicherheit. Vielleicht versuche ich noch ein... Nein. Meine Damen und Herren, das war's dann für heute. Das war ein äußerst spannendes Match. Geschafft! Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Chesterhorse Junior. Und ich auch. Und auch euer Crush for the Freak 89. Als der eigentlichen Kommentator. So. Das musste mal gesagt werden. Aber ich habe selbst gemerkt, ich habe viel zu wenig kommentiert, beziehungsweise viel zu fehlerhaft. Aber jetzt kommt wieder die Siegerehrung. Gewonnen. Es war einsame Spitze. Und wie? Ich bin mal gespannt, wie viele Inazuma-Punkte ich diesmal bekomme. Hoffentlich mindestens 2000. Sehen wir mal. Neue Items, Schnelligkeit, Fiebel, Trefferpunkte, Bonbon und Inazuma-Bonbon. Mal sehen. 2400! Geil! Damit kann ich so einige Spiele anwerben. Und die Freundschaftsstufe hat sich bei jedem erhöht. Selbstverständlich. Jawolski. Oh.
Ist das geil! Juhu! Wir haben's geschafft! Ihr habt euch alle mächtig ins Zeug gelegt! Glückwunsch! Danke, Celia! Du kannst jetzt folgendes Team in Spielen, Turnieren und Minispielen einsetzen: die Dark Emperors! Ja, jetzt habe ich sie also für, für die Extraspiele freigeschaltet. Neuer Spielerort verfügbar, neues Raymond Stadion Ascheplatz. Aha. Du kannst jetzt gegen Dark Emperors antreten und gegen Inazuma Japan. Ich wusste es. Und Spieler von Dark Emperors können schon mal angeworben werden. Und neue Trikots im Laden. Nee. Die Trikots lassen wir mal schön aus. Die kosten mir viel zu viel. Clubhouse Tipp Nummer 5, das ist ja nicht Silas Part. Gewinne Pokalrunden, um Items für deine Schatzkiste zu erhalten. Als ob ich das nicht gewusst hätte. Okay, das war mal der zweite Pokal. Die nächste Pokalrunde beginnt jetzt. Beeilt euch, wir müssen los. Gegen wen müssen wir wohl als nächstes antreten? Hast du deine Vorbereitung abgeschlossen? Noch nicht, aber ich sehe mir erstmal an, wer das ist. Neo Japan. Ein starkes teammeisterlicher Fußballer. Aber wir werden... Oh Mann, das ist eigentlich Sile, die gerade spricht. Ein starkes teammeisterlicher Fußballer. Aber wir werden ins Finale einziehen. Ist das klar? Ja, klar ist klar. Aber erst im nächsten Part. Aber dieser Part ist noch nicht vorbei. Oh nein. Wir machen nämlich noch ein Extraspiel. Da jubeln sie alle. Und hier ist der Pokal der Runden 2. Der Runde 2. Wir machen jetzt noch ein Extraspiel, wollte ich nämlich sagen. Und zwar gegen... Du kannst gegen ein neues Team spielen. Wenn wir Freundschaftsspiel gewinnen, wird die Mannschaft immer stärker. Allerdings. Gegen die drei Mannschaften werde ich noch offscreen spielen, um noch weitere Inazuma-Punkte zu gewinnen und stärker zu werden. Aber gegen dieses Team spielen wir jetzt. Gegen Inazuma Japan. Inazuma Japan auf Weltniveau. Wir müssen sie auf jeden Fall besiegen. Das werden wir auch. Denn nur so können wir an ihre Spieler ran. Und diese Teams werde ich natürlich auch wieder anwerben. Also, dann wollen wir mal. Alles klar. Allerdings. Wenn wir schon die Dark Emperors besiegt haben, müssen wir auch mit ihnen fertig werden. Wir werden wieder unser Bestes geben müssen. Alles klar. Bereiten wir uns auf und das werden wir. Gut. Als nächstes kommen ja wieder Gazelle und Torch ins Team. Ja, Heartland, ich denke, du kannst mal Pause machen und Banjan, ich meine, oder lieber doch mal Kane, weil Banjan ist ein guter Verteidiger. Der kriegt das immer so gut hin. Dafür geht Tori wieder in die Verteidigung. Und, ich müsste noch zuerst bei Axel wieder seinen, Kombinationsschuss einsetzen. Dieses Mal ist es wieder, Feuervogel. Ah nein, richtig, das geht ja nur mit Nathan. Den werde ich jetzt nicht einsetzen. Kombischuss F. Gut. Wow. Also, trotz Level 2 ist der Feuersturm wirklich effektiv gewesen. Liegt ja auch daran, dass es eine der neuen mächtigen Techniken ist, wenn Axel wieder zurück ins Team bei Inazuma Eleven 2 zurückkommt. Mensch, und Xin hat auch wirklich alles gegeben, trotz nur Level 2 Technik. Der Schuss war auch wirklich geil. Gut. Ich denke, das lassen wir es erstmal so sein. Bei Sharp muss ich ja auch mal schauen, ob ich vielleicht andere Kombi-Technik einsetzen kann. Kombi-Schuss mit Eric und Samford, stimmt ja. Aber ich denke, ich bleibe auch bei Kombi-Schuss F. Gut. Also es war wirklich ein geniales Spiel und nun werden wir auch Inazuma Japan besiegen können. Dann wollen wir mal. Los geht's! Evil Crusher vs. Inazuma Japan. Football Frontier Stadium. Okay. Dann auf los geht's. Los. Ab geht die Luzi. So, dann wollen wir mal.
Willkommen zu einem weiteren fernen Fußballspiel. Und wie immer ist Crush40Freak89 euer Kommentator vor Ort. So, das muss immer gesagt werden und jetzt bin ich dran mit dem Kommentieren. Okay, Tori. Du kannst später noch essen, Jack. Okay, Torch. Oh. Versuchen wir mal so einen Schuss. Okay, Tori. Okay. Ja, hey, ist das nicht Xen? Aber ich denke, er heißt eigentlich anders. Den anderen Namen von ihm habe ich ja vergessen. Weil er war auch in Inazuma 2 dabei. Allerdings. So, Jack. Eric. Jetzt müsste ich mal seinen Schuss einsetzen können. Wow, weg von Nathan. Okay. Nee, komm und... Boah, bevor der hier... Denn seinen Namen kenne ich ja auch nicht. Bevor der hier kommt... Wow! Alter! Ist das der Tri-Pegasus? Boah, das sieht auch echt geil aus. Oh, das ist Mark. Mal sehen, was er da für eine Torwarttechnik hat. Was ist das? Der Reflektorschlag? Boah! Nicht schlecht, sagt der Specht. Wow! Oh, oh, der gegnerische Excel. Los! Zeit für deine Windhose! Schnapp ihn dir, du kleine Schlawiner! Jawohl. Hey! Okay. Axel, ja, holt denn sich mal einer. Mensch! Wow, das ist... Wow. Nein! Jetzt kommt er. Wow, was ist das für eine Technik? Wer ist dieser Kerl überhaupt nochmal? Wow, das werde ich früher oder später rausfinden. Wenn ich ihn hoffentlich anwerben kann. Dazu musste ich diese Mannschaft jetzt besiegen. Die Mauer! Gut, jetzt Torch. Ja, Torch! Jetzt mal in die heiße Phase zur Sicherheit. Ah, da ist wieder Samford! Okay, und jetzt noch... Komm schon! Ja, Gazelle ist schon da! Und... Schießen! Es wird wieder Zeit für deren ultimative Kombi-Technik. Feuriger Eiswind! Ja, aus solcher Nähe. Das müsste jetzt diesmal gut gehen. Wow, Force ist Torns. Ja! Das erste Tor! Haha, geil! Aber Mark hat jetzt wirklich starke Techniken drauf. Ich möchte mal wissen, was La Chance dann für eine Torwarttechnik drauf haben müsste. Okay. Mal sehen. Wer könnte jetzt noch schießen? Ja! Wär's mit Mark? Ich demonstriere erstmal so. Ah! Jetzt wollte ich das magische Haupt demonstrieren! Boah! Hey! Boah, jetzt bin ich wieder platt! Ist das jetzt der Richterspruch in Verbindung mit Sumo-Stampfer oder was? Oh nein! Oh nein, nein, nein! Was ist. Das ist Level 2 Tick. Hä? Ah, was ist das für eine Technik? Wow! Okay, La Chance, den hältst du. Komm schon, unendliche Hahn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, gut. Ich hatte schon ernsthaft Zweifel, ob das gut geht, aber der Schuss sah echt albern aus. Aber wenn ich ihn erstmal anwerbe, vielleicht ist er effektiver. Ah, lass du mich mal passen. Oh nein, Samford, Mensch. Schneller! Oh nein! Ist das jetzt wieder der Kaiserpinguin 1? Oh nee! Verdammt! Jetzt komm schon! Mann! Oh je, oh je, oh je! Werde ich schon wieder abgeschossen. Hoffentlich reicht die unendliche Hand, den Schuss zu halten. Komm schon! Nein! Ach, verdammt! Oh, nee! Mensch! Also, sie schaffen es immer zu mir vorzudringen, aber ich schaffe es nicht weiter. Komm schon, heiße Phase! Wow, weg! Okay, Axel... Nein! Lasst mich doch! Ach, Mensch! Ich wünschte, ich könnte auch Verteidigungstechniken abwehren.
Aber das kann ich nur, wenn ich eine Dribbeltechnik gleichzeitig einsetzen würde. Dann gewinnt die stärkere Technik. Okay. Weg von mir. Tori. Weg. Wow, Torch. Achso, das ist Gazelle. Ich dachte schon. Okay, hey. Ha. Einwurf für mich. Gut. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Ach, jetzt wollte ich einen zu sharp. Aber okay, der ging wohl Richtung Torch. Oh nein, ich kann nicht mehr laufen. Und er schickt mich gleich zur Linie. Verdammt. Sie schaffen es immer wieder, mich zu halten. Okay, danke, Jack. Okay, sharp. Okay, jetzt wird's wieder Zeit. Entschuldige, das wollte ich jetzt wirklich nicht. Oh oh, Dribbeltechnik, Illusionsball. Alter, Mensch. Voll aggro. Okay, Eric. Schneller. Okay, perfekt. Gerade noch rechtzeitig. Flammentänzer. Und jetzt aber schnell nach vorne und eine Schusstechnik einsetzen. Wow. Jetzt wäre schon beinahe in den reingerannt. Okay, Mann. Okay. Ja, das müsste es sein. Ah, nein. Aber Gazelle. Mensch. Ach, okay. Das war erstmal die Halbzeit. Boah. Also bisher ist es ausgeglichen. Puh. Mann. Alter, das ist hart. Hart, hart. Na schön. Versuche ich wieder die andere Strategie. Aber bisher ist es noch ausgeglichen. Ich hoffe, wir gewinnen dieses Spiel. Vielleicht versuche ich mal ein Item einzusetzen, weil ich glaube, La Chance braucht eine TP-Erholung. Mit Spezialregel nehme ich dafür her. So. Ja. Der Torwart muss ja noch fit sein. Ja, Summer Bobon, beiß rein und werde munter. Deine Summerleiste wird noch schneller steigen. So. Okay, ich muss erstmal mit ansehen, wer jetzt eigentlich genauer noch etwas TP benötigt. Eric? Also, Eric im Augenblick. Gut. Items. Dann werde ich ihn jetzt, die Nudeln geben, weil die Inazuma-Leiste steigt dadurch auch um 50%. Gut. Sehr gut. Sind alle wieder topfit. Aber dennoch muss ich jetzt wieder ein paar Spieler umwechseln. Okay, dieses Mal kommen Xin. Diesmal kommt Xin rein. Frost lasse ich lieber dabei aus, weil alle anderen müssten stark Schüsse haben, die stark genug sind, um da durchzukommen. Ja, dann mache ich das so und so. Sehr gut. Gut, das müsste jetzt gehen. Dieses Mal muss ich jetzt ein paar Tore reinkriegen und den Vorsprung halten. Okay, auf los geht's wieder los. Zeit für die zweite Halbzeit. Ah. Und hier sind wir wieder. Ich sehe gerade eine Summerleiste bei... Ah, ist mir der Name wieder entfallen. Oh, 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 oh. Oh, oh, Mann. Jetzt kommt wieder die Technik. Das hat doch letztes Mal nicht geklappt. Aber die sieht so albern aus. Ein Spielzeugauto, Mensch. Okay. Zeit wieder für die unendliche Hand. Gib dein Bestes, La Chance. Den musst du jetzt wieder halten können. Und er hat ihn. Ja. Gut. Mark. Wow. Ja, spät. Da kannst du noch essen. Ah. Okay, Axel. Ah, nein. Du Lappen. Okay. Gleich zwei Ringe auf einen Schlag. Vulkanblocker. Und jetzt bin ich wieder dran. Okay. Nein. Ich wollte zu sharp. Oh. Na gut, der Feuertornado, den kann ich auch halten. Und aus der Entfernung, das wird schon gehen. Wow.
Das müsste jetzt klappen wieder. Ja, ohne mich. Schnapp ihn dir wieder, Lachenz. Unendliche Hand. So, dieses Mal möchte ich auch mal schießen können, okay? Ja. Wow. Aber jetzt. Eric! Zeit wieder für den Dreh Pegasus. Heiße Phase. Wow. Kommt alle her. Kommt alle her. Okay. Nein! Ich lasse gerade los und da kommt er. Mann. Alter, ich werde hier voll gedisst bis zum geht nicht mehr. Mann. Okay. Okay. Jetzt schnappt ihn euch. Mensch. Ah. Schnell. Boah, gerade noch rechtzeitig. Puh. Ich stelle mich hier total an und die schaffen mich ohne Probleme ständig zu blocken. Wow. Okay. Eric, zweiter Versuch. Geh weg von mir. Ah. Jetzt etwas näher. Naja, das müsste auch jetzt reichen. Zeit wieder für den Tri-Pegasus. Oh, der Schuss sieht so geil aus. Und BAM! Rein mit dem Ding. Ja. Der muss jetzt wieder reingehen. Komm schon. Komm schon. Ah! Wow, was für eine Technik. Okay, Mark, du musst jetzt in mein Team. Oh, Alter. Okay, versuchen wir mal auch das Spritztrampolin. Einfach auf ihn reinschießen, bis dass er nur noch wenig TP hat. Dann ist meine Chance. So ähnliche Strategie muss ich auch gegen Chaos verfolgen. Komm schon. Was ist das jetzt? Voraus des Zorns, wow. Bumm. Ah, ei, das... Ja. Ah. Oh Mann. Jetzt aber. Okay, wer kann jetzt noch schießen? Komm schon. Mann. Oh Mann, überall ist die Masuma-Leiste nicht voll genug. Wow. Ah, jetzt kommt er verflixt. Das ist... Eisgefängnis? Ich dachte, das ist, der Eislaufblock. Wow. Okay. Das müsste jetzt... Wenn ich jetzt... Nein! Lasst mir doch mal den Ball, bitte! Och. Das ist doch nicht wahr. Autsch. Wieder vollkommen platt. Gewalzt. Oh Mann, ey. Ah! Jetzt näher! Och, Mensch. Boah. Komme ich überhaupt noch mal zum Schießen? Alter. Aber diesen muss ich auch halten können. Mensch. Komm schon. Komm schon. Bitte halte ihn. Bitte halte ihn. Bitte. Ja. So, und jetzt bitte. Jetzt muss ich mal zum Schießen kommen. Schnell, Eric. Gut. Flammentänzer. Flammentänzer! Bam! Und jetzt wieder nach vorne! Okay. Und wieder in die heiße Phase! Ja! Das ist es! Jetzt ein bisschen nach vorne! Und bevor er seinen Ring einsetzt, Zeit für den Meteorklinge! Zeig, was du drauf hast, Xin! Boah! Der muss jetzt reingehen! Komm schon! Komm schon! Ach, nein! Der ist so gut. Aber wenn ich jetzt noch einen Schuss einsetzen kann... Boah. Ja. Geh weg. Ja! Es wird Zeit. Für einen weiteren Schuss. Sonnenwind. Der muss jetzt reingehen. Ja! Wuhuhu! Endlich! Geil! Hier brennt die Luft. Hm. Nein, dafür ist auch... Ups. Alle mal aufgepasst. Okay, und tschüss. Na, warte. Ach, okay. Eric, ups, jetzt kommt wieder der Feuertornado. Den muss ich aber auch halten können. Also los, den versuche ich jetzt wieder zu halten. Ich setze zur Sicherheit immer die unendliche Hand ein. Normalerweise müsste auch die magische Hand helfen, aber das ist am besten. Also,
Halte ihn! Bam, 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 bam. Jawolski! Und jetzt wieder nach vorne! Weg von den Spaten hier. Ja, das müssen wir allerdings. Ach! Warum kann ich ihn nicht... Ach! Okay. Jetzt Eric! Eric! Ja! Ja, jetzt muss ich den Vorsprung irgendwie auf... Ah! Ich kann nicht rechtzeitig ausweichen immer wieder. Nein! Passt perfekt. Okay, Sharp, nach vorne mit dir. Ah! Verdammt. Immer wieder dasselbe. Ich kann gar nicht sehen, sofort sehen, wenn ein Ring einsetzt. Wie soll ich überhaupt darauf reagieren? Ja, ich weiß, wisst ihr schon wie. Illusionsball hätte ich einsetzen müssen. Aber ich denke, seine Verteidigungstechnik wäre stärker gewesen als meine Dribbeltechnik. Also wäre praktisch der... hätte praktisch seine Dribbeltechnik gewonnen. Okay. Oh, ach, Mann! Warum? Okay, Vulkanblocker. Und bumm! Und weg mit dir. Okay. Wow. Ich wollte eigentlich keinen Inosumo-Schuss einsetzen. Okay. Jetzt wird's Zeit. Xin wieder für einen weiteren Schuss. Meteor-Klinge. Und rein mit dem Ding. Komm schon. Das muss nochmal reingehen. Ein 3:1 wäre schön. Oh oh. Okay. Ah, schade. Okay. Oh, geil, gewonnen. Boah. Ach, geschafft. Damit kann ich nun Inazuma Japan anwerben. Boah, das war echt knapp. Also, Inazuma Japan ist wirklich sehr stark. Diese Mannschaft muss auf jeden Fall als nächstes angeworben werden. Tja, damit hätten wir auch dieses Spiel gewonnen. Mal sehen, was wir alles bekommen. Oh, 380 Inazuma-Punkte. Naja, immerhin etwas. Es ist es schon mal wert. Okay. Na, das war schon wirklich ein geiles Spiel. Also zwei geile Spiele in diesem Part. Und den Part habe ich natürlich wieder extra lang gemacht. Du hast es geschafft! Lass uns das nächste Spiel auch noch gewinnen! Ja. Du kannst jetzt Spieler von Inazuma Japan anwerben. Und den Inazuma Trainingsanzug erhalten. Oh. Du kannst jetzt gegen Percival Travis als Trainer im Berat. auch wieder ein Trainer, den ich nicht kenne. Wie gesagt, ich bin nur bis zur zweiten Staffel aktiv gewesen. Camilla Travis. Hm, ob das wohl seine Schwester ist? Ach. Wie ist mit einem Freundschaftsspiel? Nächsten Part vielleicht. Nein, besser gesagt, nächstes Mal vielleicht. Also, was ich sagen wollte, ja, aber offscreen. Entschuldigung, ich habe wieder beim jetzt auch nur zum Schluss beim Kommentieren gefehlt. Also, wie gesagt, wir sehen uns jetzt beim nächsten Part. Dort starten wir die erste Runde des neuen, der dritten Pokalspiels. Wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Also ich sag dann wieder auf Wiedersehen und tschüss, Leute!